Hallo, ich starte einen neuen Vlog. Ich war jetzt gerade bisher beim FitX und habe mal heute ein anderes FitX ausprobiert. Ich habe heute nichts vor, deswegen dachte ich, ich gehe mal wieder. Wurde mal wieder Zeit. Gereinigt und eingecremt, also mein Tageslider, also viele machen es anders. Ich habe ein mega tolles Paket zugesendet bekommen und zwar von Daniel Wellington. Ich freue mich richtig darüber. Und ich wollte euch jetzt einfach mal die Sachen zeigen, die ich zugeschickt bekommen habe. Erstmal, das ist das Paket. Ich fand es so schön, wie es angekommen ist. Es war so schön verpackt und ja, das macht man so auf. Es ist so eine magnetische Hülle und dort ist halt nochmal eine Schachtel. Und die sah so aus, also hier die Uhr und hier diesen Armreif. Das zeige ich euch jetzt gleich. Also das ist die Uhr. Ich blende sie euch nochmal von Namen ein. Und ich habe mir eine silberne ausgesucht mit einem kleinen Ziffernblatt, da ich dachte, da so ein großes Ziffernblatt an meinem Handgelenk jetzt nicht so schön aussehen würde. Und ja, dazu, zu der Uhr, habe ich halt noch diesen Armreif bekommen, wo halt Daniel Wellington drauf graviert ist. Und dieser Armreif, finde ich ihn so schön. Also vielen Dank an das Daniel Wellington Team nochmal. Und ich weiß, dass ihr dieses Video sehen werdet, deswegen... So, und jetzt habe ich auch noch was für euch. Und zwar bekommt ihr einen 15% Rabattcode auf meinen Namen, auf das komplette Daniel Wellington Online-Sortiment. Also ihr könnt dann auf deren Seite gehen und diesen Rabattcode eingeben. Und dann kriegt ihr, egal was ihr euch bestellt, 15% Rabatt. Und zwar lautet dieser Rabattcode DWHANNA. Und das alles groß geschrieben. Also achtet auf die Großschreibung. DWHANNA ist der... 15% Rabattcode auf das komplette Online-Sortiment. Vielleicht wolltet ihr euch ja schon immer was bei Daniel Wellington bestellen oder kaufen und habt es noch nicht gemacht, weil es euch zu teuer war. Jetzt könnt ihr die Chance ja nutzen und könnt mit dem Code DWHANNA auf das in dem Online-Sortiment etwas bestellen und spart dann 15%. So, also das ist mein Outfit für heute. Heute habe ich einfach wieder meine Hose an, meine Bershka-Jeans. Und diesen Pullover, der ist von Pull & Bear, habe ich mir erst neu gekauft. Ich habe heute wieder bis 3:30, was ich jetzt nicht so toll finde, aber wir müssen da ja alle irgendwie durch. Ich bin heute den 6. Tag am Stück ungeschminkt. Also heute ist der 6. Tag, weil ich dachte, ich gönne meiner Haut mal wieder Pause. Und ich glaube, ich mache das auch noch länger, dass ich mich nicht schminke, weil irgendwie ist das viel besser morgens. Wenn man sich nicht schminkt, dann spart man so viel Zeit. Und ja... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist mein neuer Laptop. Das ist mein alter Laptop. Guckt euch mal den Vergleich an von der Dicke. Also, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber mein alter ist wesentlich dicker und schwerer. Und der nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe jetzt endlich meinen neuen MacBook. Ich warte jetzt schon seit Dezember halt darauf, dass der endlich ankommt. Hallo, wir fahren jetzt zum Augenarzt um 17.04 Uhr. Ja, weil ich habe wieder einen Termin. Und zwar, meinen Augen geht soweit gut. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mehr so oft getropft, wie ich sollte eigentlich, weil ich es irgendwie vergessen habe. Aber ich habe mich bemüht. Also ich bin jetzt wieder zu Hause vom Augenarzt. Es ist jetzt irgendwie 7 Uhr oder so. Und... oder nach 7 schon.
Und ich habe so Magenkrämpfe die ganze Zeit. Seitdem ich in diesem Wartezimmer saß, hatte ich richtig Magenkrämpfe. Deswegen, ja, mal gucken, was ich gleich esse noch zum Abendbrot. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie, jetzt ist schon besser, aber gerade richtig schlimm. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ja, ich war heute ja nicht in der Schule, weil es mir heute Morgen auch nicht so gut ging. Und jetzt habe ich Magenkrämpfe, ich weiß auch nicht, was es soll. Aber ja, zwischendurch geht es mir dann wieder gut und dann geht es mir wieder richtig kacke. Und genau, ich erkläre euch jetzt nochmal kurz wegen meinem neuen Laptop. Also, das ist mein neuer Laptop. Das ist der MacBook Pro 13 mit der Touchbar. Also hier seht ihr die Touchbar und hier kann ich halt mit Fingerabdruck entsperren. Also ich muss jetzt alles neu raufladen, und zwar Spotify und Chrome. Und hier diese Touchbar ist halt so cool, weil man kann halt hier alles mit dieser Touchbar betätigen. Und das finde ich so cool. Ich weiß nicht genau, wie ich das Final Cut Programm jetzt auf meinen neuen MacBook kriegen soll. Und ich brauche auch noch einen Anschluss für meine USB-Anschlüsse, weil ich kann meine ganzen Daten nicht rüberziehen. Denn dieser MacBook hat halt keinen USB-Anschluss. Und den brauche ich halt, um meine Festplatte anzuschließen. Oder auch um meine Speicherkarte halt in den MacBook zu bekommen, um Videodateien zu exportieren. Aber erstmal brauche ich auch Final Cut. Und das muss ich nochmal gucken, wie das geht. Das war's, was ich euch erzählen wollte.